So, guten Morgen meine Freunde. Es ist mal wieder langsam Zeit für ein cooles Camper-Video. Was ich heute vorhabe, ist auf jeden Fall meine verkackte Solardusche. Also den stümperhaften Fusch, den ich da verrichtet habe. Ich habe nicht richtig angeschliffen und das werden wir heute machen. Und dann halt wie gesagt noch die Kiste hinten, für wo die Spüle halt drin ist. Also die ganze Kochzeile und so weiter und halt der Bettkasten. Das soll ja alles verbunden werden. Und das werden wir heute machen auf jeden Fall. Als Spüle soll mir nämlich dieser coole Kochtopf dienen. Der ist nämlich hier schon angerostet und so weiter, den kann man nicht mehr verwenden. Ich werde jetzt den Griff nochmal abflexen und dann halt für den Ablauf dann hier einmal noch reinsägen müssen. Zweiter Versuch, nachdem was Ungünstiges im Bild mit drin war. So, ihr seht schon, ich habe was gerade vorbereitet und zwar nämlich jetzt die Holzplatten schon mal. Die sind natürlich jetzt, also ich nutze dafür Multiplexplatten, 12 mm. Die will ich jetzt auf 1 Meter halt zuschneiden müssen, aus dem folgenden Grunde, weil ich ja nur eine Breite im Kofferraum habe von 1 Meter und die Länge von 60 cm reicht mir halt, deswegen ist das kein Problem. Nägel werde ich jetzt nicht verwenden, Nägel oder Schrauben generell werde ich jetzt nicht verwenden, also ich nutze da so eine Holznägel. Ja, also jedenfalls das hier. Also kein Product Placement oder sonst was. Ich nutze das jetzt halt lieber. Ich werde das Ganze mal jetzt ausmessen und dann einmal zusammensägen. Zusammensägen fand ich gut. Das war schon wieder wow. As time moves on, some are defenseless when Cupid strikes. But I've been heartless ever since I opened my eyes. I'm gonna run from love. Yeah, I'm gonna run from love. Ain't nobody gonna give me to slow it down. I'm gonna run. So, neuer Versuch, neues Glück. Ich habe es mal gerade in mein Auto reinlegen wollen und das hat deswegen gerade nicht so gepasst. Ich muss jetzt hier in 15 Grad Winkel, muss ich jetzt die Ecken hier nochmal anpassen, weil ich hier nämlich durch die Verkleidung nämlich eine runde Auswuchtung habe und ich den Platz später mal auch noch brauche für die Dämmung. Deswegen wird das jetzt Ganze nicht viereckig,
sondern ja, es wird ja, ein bisschen kantiger vorne werden, also dass es halt ein bisschen abgeflacht ist, aber so, dass es dann perfekt ins Auto reinpasst. Deswegen muss ich jetzt noch 15 Grad Winkel ranschneiden, das werde ich jetzt machen. Ich werde es jetzt anzeichnen, abschneiden und dann hoffen und beten, dass es passt. Ja. Some are weary and some are lost. Some keep their spirits up at any cost. Some pay the price and some only talk. But I've been feeling nothing since the day I could walk. I'm gonna run from love. Yeah, I'm gonna run from love. Ain't nobody gonna give me to slow it down. Überlege, ob ich diese Schrauben eventuell irgendwie kaschiere, indem ich halt da entweder was drüber mache oder die wirklich nochmal rausnehme und dann doch nochmal die Holznägel reinmache. Ich glaube, das wäre vielleicht doch nochmal besser, zumindest oben, dann sieht man es nicht mehr. Dann werde ich jetzt hier unten nochmal die Schrauben reinmachen, irgendwie für die andere Platte, um das zu befestigen, also um die Lücke hier zu schließen. So, okay, gut. Gleiches Spiel nochmal von vorne. Ja, ich muss jetzt den Deckel drauf machen. Den muss ich jetzt hier 20 cm kürzen, damit er nämlich wieder auf 1 Meter Länge halt kommt. Und wird jetzt gleich nochmal ausmessen, wie viel. Das kann ich eigentlich jetzt auch gleich machen. Wo ist mein Zollstock? So. Länge 40 cm werde ich jetzt kürzen. Und wie gesagt, 20 cm hier. 20 cm da und dann kommen wir nämlich auf ein perfektes Ergebnis und ja. Folgende Sache ist passiert. Ich habe jetzt genau irgendwie Messfehler gemacht. Ich habe irgendwie von den äußeren Kanten, weil in der Mitte ist es ja ein bisschen länger und an den Seiten kürzer. Und jetzt habe ich irgendwie außen gemessen. Dummer Fehler, hätte mir eigentlich auffallen sollen. Jetzt muss ich nochmal messen und dann das zweite Brett schneiden. Aber gut, was soll's. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen was vorgeschnitten. Damit können wir jetzt zumindest auch nochmal was anfangen. 12 Sekunden später. Ist doch nochmal ein Ding entschieden, obwohl aus dem folgenden Grunde, dass ich jetzt nicht ganz genau weiß, wie ich da, also ich habe jetzt keine Lust, nochmal ein Brett zu kaufen. Und deswegen stört mich jetzt eigentlich diese Kante halt nicht, dass ich jetzt hier geschlammt habe. Ich will hier ja auch noch Klappen einbauen, die dann quasi zum Öffnen da sind. Das bedeutet, ich muss sowieso hier nochmal ausschneiden. Man sieht sowieso nochmal die Kanten. Und zum Schluss kommt dann halt hier so eine, ja, so eine Klavierschiene halt nochmal ran und deswegen, das sieht man dann zum Schluss nicht mehr, deswegen stört es mich jetzt eigentlich relativ wenig. Also ich kann damit leben, sagen wir es mal so. Klar, ist jetzt nicht optimal gelaufen, aber ja,
Ich werde jetzt, wie gesagt, mir nochmal ausmessen, wie viel Zentimeter ich jetzt Schrauben ansetzen werde und werde die dann reinbohren und dann wird die Kiste jetzt eigentlich soweit erstmal in Grundform erstmal fertig sein. Angeschliffen ist die Kiste, die ist jetzt soweit erstmal im Grundkonstrukt erstmal fertig. Genaue Anpassungen mache ich genau dann, wenn nämlich mein bestellter Scheiß von Amazon dann irgendwann mal ankommt, Kühlschrank und Co. Ja, ich werde jetzt nochmal mit einer Lasur nochmal lackieren und okay, gut. Kiste ist lackiert, Kiste ist fertig gestellt. Damit kann sie jetzt eigentlich theoretisch ins Auto. Wenn da nicht folgendes Problem wäre, was ich nämlich jetzt vor kurzem entdeckt habe. Und zwar nämlich, ich habe sie nämlich mal reingeballert mit Mühen und Seitenverkleidung abbauen. Ich glaube, es wäre einfacher, das Auto einfach in die Kiste herumzubauen, als die Kiste dort reinzubringen. Wirklich, also ohne Witz, ich habe Ewigkeiten gebraucht, um diese scheiß Kiste da reinzukriegen. Ja, folgende Sache, wie gesagt, ist definitiv zu groß. Ich habe mich da jetzt mal provisorisch irgendwie versucht reinzulegen. Ich sag mal so, ein Sarg ist bequemer. Ich werde sie jetzt beim nächsten Video jetzt auf jeden Fall nochmal kürzen. Die wird dann ungefähr nochmal 10, 15, 20 Zentimeter dann nochmal gekürzt werden. Ich denke mal, dann sollte das ungefähr passen. Dementsprechend muss der Kühlschrank halt in die Mitte und links und rechts davon halt kochen und Spüle. Ist jetzt ein bisschen umständlicher. Gut, muss man halt nochmal ausbauen beim nächsten Mal, aber so seht ihr, es funktioniert halt nicht alles, was ich mir halt gerade so vornehme, wie ich das halt möchte. Ich hoffe, euch hat es soweit irgendwie gefallen, zumindest mit der Kiste und der Solardusche, dass ich den stümperhaften irgendwas da jetzt nochmal korrigiere. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und ein Like und